Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den 1971er Ford Mustang Mach 1 an, welchen man beim Erreichen der 200 Punkte in der Serie 3 gewinnen kann. Ich zeige das Ganze auch mal ganz kurz in der Festival-Spielliste. Und ja, wenn ich das Ganze schon mal so besonders erwähne, liegt es auch daran, du kannst es hier auch schon ablesen, dass das Fahrzeug ein Exklusivfahrzeug ist. Das heißt, das Fahrzeug kann man aktuell wirklich nur über diesem Weg gewinnen und wir wissen auch nicht, wann und überhaupt, ob das Fahrzeug nochmal zu gewinnen sein wird. Deswegen, ja, mache ich auch immer sehr gerne zu diesen Exklusivfahrzeugen eine Let's Play-Folge, wie ich es ja auch zum Beispiel zum Zenvo TS1, beziehungsweise wie wir jetzt wissen, ST1, ja auch schon eine Folge gemacht habe. Und so ist eben heute der Ford Mustang Mach 1 dran und wie der Name schon verrät, ja, ist das Fahrzeug natürlich ein absolutes Überschallfahrzeug, ne? Mach 1, ihr wisst Bescheid. Nee, ganz so schnell ist er nicht, aber langsam ist er vielleicht auch nicht, zumindest mal für die damalige Zeit. Und deswegen, ja, würde ich auch mal sagen, das Fahrzeug verdient es natürlich direkt mal ausgefahren zu werden und dafür gibt es natürlich nur einen Ort, du weißt es natürlich, das ist die PXH-Teststrecke und genau da gehen wir jetzt hin. Und mit mächtig Wheelspin geht's auf die Runde und wir wollen natürlich aufs Datenblatt schauen, denn wir wollen natürlich auch wissen, woher diese Leistung stammt, um die Räder so durchdrehen zu lassen. Und da sehen wir es auch schon, im Herzen schlägt ein 7 Liter V8 Motor mit einem Vierfachvergaser. Und ja, das ist der berühmte Super Cobra Jet Motor, den wir auch schon in Let's Play Folge 37 beim 1970er Mercury Cyclone erlebt haben. Er hat allerdings hier im Mach 1 ein bisschen mehr Leistung, nicht viel, aber ein bisschen, nämlich 380 PS und 610 Newtonmeter Drehmoment. Beim Cyclone waren es ja 375 PS, wobei dort wir wieder ja von Brutto und Netto PS gesprochen haben. Ich gebe es jetzt einfach mal so an, wie es eben der Hersteller angegeben hat. Beim Getriebe haben wir einen Viergang manuelles Schaltgetriebe und ein Gewicht von ja, knapp über 1,6 Tonnen. Der Sprint von 0 auf 100, sofern man natürlich die Leistung auf den Asphalt gebracht hat, gelingt in 6,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit wird bei knapp über 200 km/h angegeben. Allerdings habe ich auch schon verschiedene Artikel, modernere als auch natürlich ältere Artikel gefunden im Netz, wo auch schon gesagt wurde, dass der Mach 1 auch gut und gerne so Richtung 250 km/h fahren konnte und auch eben der Cyclone konnte ja damals so um die 250 fahren und ja, da ja beide denselben Motor haben und ich würde sogar sagen, dass der Mach 1 das etwas sportlichere Fahrzeug ist, vielleicht auch mit dem Mustang die etwas sportlichere Basis, denke ich auch, dass er hier Richtung 250 km/h könnte, wenn man die Forza-Telemetriedaten bemüht, kommt er allerdings nicht so schnell. Zwar schon schneller als 201 km/h, aber trotzdem nicht 250 km/h, es sind tatsächlich nur 214 km/h, was er Topspeed erreicht. Also da geht noch ein bisschen mehr, würde ich sagen, gerade aus so einem fetten V8-Motor. Aber ja, wie fuhr sich denn überhaupt die Runde auf der Teststrecke? Ja, ich würde sagen, spannend. Also es war schwierig. Es war mehr so eine Bootsfahrt, wenn man das so sagen kann. Also der hat die ganze Zeit hin und her geschwankt und ja, es war schon interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß gemacht hat. Sowas macht mir immer Spaß, gerade wenn diese Dinger auch so Oldtimer-Reifen haben. Aber ja, ich weiß nicht. Also gerade auch auf der Bremse, ultralanger Bremsweg und alles. Also ich glaube, da können wir schon etwas mehr rausholen. Auch mit Oldtimer-Reifen, vielleicht etwas bessere Oldtimer-Reifen, aber einfach so ein bisschen besseres Fahrwerk, vielleicht auch Stabis rein und so weiter. Und trotzdem Leistungszunahme. Ich glaube, da können wir da richtig geiles Muscle-Car/Pony-Car auf die Beine stellen. Ich würde sagen, ich lasse dich noch mit den ganz wenigen letzten Sekunden alleine und dann schauen wir mal auf die Rundenzeit, welche der Mustang Mach 1 geschafft hat. Ja, viele Sekunden muss ich dich nicht alleine lassen. 2:39.026 hat der Ford Mustang Mach 1 geschafft. Dem Leistungsindex entsprechend ist es okay. Wobei, wenn man bedenkt, so ein BMW 2002 Turbo, welchen wir uns ja auch erst letztens angeschaut haben, ist jetzt nicht so weit weg. Ist ja auch mehr oder weniger dieselbe Epoche. Allerdings ein komplett, ja, andere Baustelle, würde ich meinen. Ja, aber wir müssen nicht drüber reden. Ja, also mit dem BMW hast du, würde ich sagen, spontan mehr Spaß, beziehungsweise kommt so spontan auf schnellere Rundenzeiten, ja. Also, der Mustang glänzt halt natürlich durch extrem viel Power, aber so von der Sportlichkeit und vom Fahrspaß her würde mir persönlich der 2002 Turbo natürlich mehr taugen. Aber das soll jetzt kein Wettbewerb zwischen den beiden sein. Wie gesagt, für mich zwei komplett unterschiedliche Konzepte. Und ich glaube, mit dem Ford Mustang kann man auch auf jeden Fall seinen Spaß haben. Ich würde auch sagen, wir verweilen gar nicht länger, sondern gehen zurück zu unserem Häuschen auf den Vorhof. Da können wir ja nochmal einen Blick werfen
auf den Mach 1. Und ja, die Mustang-Kenner unter euch sehen natürlich auch schon mal direkt, dass bei diesem Mach 1 es sich um, ja, wenn man so möchte, das Facelift der ersten Generation handelt oder die Modellpflege. Ja, das sieht ja vorne ein bisschen anders aus als die ersten Mustangs. Ist aber allerdings nicht die zweite Generation. Ja, da gab es einfach auch mal so eine Auffrischung. Und ja, rein optisch, also ich will nicht sagen, dass das hässlich, also hässlich ist eh ein schwieriges Wort, oder weniger schön oder wie man das auch nennen möchte. Es ist einfach anders. Also persönlich mag ich die klassischen Mustangs so, ne, so 68, 69 mehr als eben so jetzt hier, was beim 71er dazu kam. Aber trotzdem hat es was für sich, gerade auch beim Mach 1. Ich weiß nicht, irgendwie hat es was so, diese Optik einfach so, diese Kante unter den Lichtern und dann nochmal die Kante ganz unten so. Das hat schon was so ein bisschen für sich. Ja, vielleicht auch allgemein mal kurz eingeworfen. Also Mach 1 war, ja, wenn man so möchte, die ja, das performance-orientierte Kit für den Mustang. Und das wurde tatsächlich von 1968 bis einschließlich 78 angeboten. Und dann halt im späteren oder in der späteren Zeit halt immer auch wieder so Sondermodelle, die auch eben über dem Branding Mach 1 standen. Erst jüngst zum Beispiel, letztes Jahr kam ja auch ein Ford Mustang Mach 1 raus. Aber wie gesagt, das nicht so wie damals als Performance-Kit, was man quasi dazu kaufen konnte oder kaufen konnte, sondern heute sind es ja eher Sondermodelle. Und ich glaube, das ganz Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass es einen Fernsehauftritt hatte, und zwar in James Bond im Film Diamantfieber. Ich gebe es zu, habe ich nie gesehen. Ja, ist er mit unter anderem auch mit dabei gewesen. Soweit ich weiß, komplett in Rot, also ohne diese schwarzen Striche, sage ich jetzt mal, wobei das natürlich gerade das Geile halt ist. Dafür feiere ich ja diese ganzen Muscle-Pony-Cars, was auch immer, diese an sich schlichten Designs und dann aber mit so einer irgendeiner coolen, dezenten Linie oder irgendwas rein, mit einer kleinen Schrift oder irgendwas. Also, ja, wenn ich an ein PXH-Design mache, orientiere ich mich eigentlich auch immer an solchen Designs, weil das hat einfach was. Es ist nicht übertrieben, es ist irgendwie schlicht und stilecht und ich find's einfach nice. Ja, das muss nicht immer komplett übertrieben sein. Wobei das manchmal auch cool ist. Aber ich will mich gar nicht groß verquatschen. Ich will auch gar nicht so viel oder ich kann auch gar nicht mehr so viel dazu erzählen, tatsächlich zu dem Fahrzeug. Man könnte jetzt natürlich massiv ins Detail gehen, aber dann schläfst du mir irgendwann weg. Ich würde einfach sagen, ich bin da einfach mal ganz frech und ich glaube, das ist aber auch ganz gut so. Und zwar, ich verweise euch da einfach mal auf den Andy hin. Ja? Kennt ihr ja vielleicht aus den Multiplayer-Folgen. Der ist ja ein riesen Muscle-Car-Fan. Und ich bin mir sicher, dass er sich das Fahrzeug auch demnächst mal im Let's Play anschauen wird. Und schaut einfach mal bei ihm vorbei. Ich bin mir sicher, dass er da noch mal einige spannende Details zu diesem Fahrzeug erzählen kann. Ich würde mich heute tatsächlich mal mehr ums Tuning, um uns Fahren konzentrieren. Und deswegen gehen wir jetzt rein ins Tuning, gucken ganz kurz mal, was wir da so Schönes machen können. Und zwar, puh, ganz schön viele Motoren. Ja, hier haben wir. Das ist nämlich auch interessant. Ich glaube, ich habe es schon mal beantwortet, aber es gibt zwei 6,2 Liter V8-Motoren. Und am Hubraum ganz unten, ja, da wo die Kubik quasi komplett stehen, daran erkennt man immer, welcher der beiden V8-Austauschmotoren das ist. Gut, an der Leistung wird man es auch erkennen. Ja, es gibt ja nochmal einer mit über 500 PS und der hat eben dann 6,208 oder sowas Liter unten stehen. Das hier ist jetzt der LS3-Motor von Chevrolet. Ja? Der andere 6,2 Liter V8 ist aus dem AMG C63 Black Series. Ja? Also, dass wir mal beide zur Auswahl haben, ich weiß nicht, wäre mal geil, wenn man mal ein Fahrzeug hätte, wo man beide hätte. Da könnte man das so direkt sehen. Aber glaubt mir mal, es gibt zwei verschiedene V8s, also 6,2 Liter. Das hier ist eben der Chevy LS3. So, 6,7 Liter V8 Turbo Diesel haben wir noch im Auswahl. 8,4 Liter V10 kennen wir aus der Dodge Viper. 7,7 Liter V12 und noch ein 8,9 Liter V8 auch mit Kompressor. Also krasse Austauschmotoren, aber ich finde der Basismotor, der Super Cobra Jet Motor, ist natürlich schon nice genug. Das Ganze können wir natürlich nochmal mit dem Kompressor machen oder mit einem Zentrilader, also auch ein Kompressor. Das sind ja nur verschiedene Arten von Kompressoren, wenn man so möchte. Oder Supercharger, wie man es ja im Englischen oder Amerikanischen sagt. Ja, also im Prinzip, wenn, dann mit einem Kompressor. Aber ich glaube, wir bleiben mal beim selbstsaugenden Motor, also beim Sauger. So, was können wir hier machen? Okay, das wird unten ein bisschen länger. Okay, das ist ja nice eigentlich, dass die Lippe da wirklich mal gezielt einfach nur länger gezogen wird und nicht einfach was komplett Neues drauf geklatscht wird. Okay, das ist natürlich die Abrisskante oder gar nicht. Und hier können wir natürlich wieder diese typischen Öffnungen machen. Machen wir jetzt aber nicht. Also vorne machen wir auch nicht, weil ich jetzt nicht glaube, dass wir vorne Abrisse
Druck brauchen hinten nicht. Ich würde schon gerne bei dem Flügel bleiben. Ja, bei den Reifen, ich habe schon gesagt, da machen wir einfach die etwas besseren Oldtimer-Reifen, nämlich die Oldtimer-Rennreifen. Und ich würde sagen, was die Reifenbreite angeht, können wir schon ruhig ein bisschen mehr machen. Ein bisschen arg viel mehr. Okay, das ist ein bisschen arg übertrieben, oder? Ich würde sagen 3,35er und vorne reichen dann aber 2,65er. Es sind trotzdem übelst breite Reifen. Wobei, ja, komm, machen wir, passt schon. Passt schon. Spur können wir gleich noch machen. Felgen würde ich sogar ehrlicherweise die Serienfelgen lassen. Vielleicht statt die 15 Zoll die 16 Zoll. Ich glaube, das steht in dem auch ganz gut. Generell wirkt der Mach 1, beziehungsweise diese, ja, ich sage jetzt halt mal Facelift, diese Modellpflege der ersten Mustang-Generation sowieso sehr lang, sehr groß irgendwie. Und deswegen passt das, glaube ich, schon. So, Kupplung kriegt er. Ich würde sagen, Sportgetriebe soll, wobei, mit dem Sportgetriebe kriegen wir da einen fünften Gang dazu, weil er hat ja eigentlich nur einen Viergang. Bin mir da unsicher. Weil es wäre schon gut, wenn wir, ja, fünf Gänge würde ich schon gerne haben wollen oder sechs Gänge. Also, ich mache mal ein Sportgetriebe und dann können wir es immer noch ändern, würde ich sagen. Beziehungsweise können ja gleich mal gucken. Er kriegt auch einen Diff. So, ich installiere das mal ganz kurz. Wir können ja gleich weiterarbeiten. Ich will mal ganz kurz wissen mit dem Getriebe, wie viele Gänge wir jetzt haben. Weil das sehen wir ja hier nicht ein in dem Menü. Aber hier können wir es schon mal direkt sehen. Ja, wir kriegen dann einen fünften Gang dazu durch Sportgetriebe. Dann hoffe ich, dass die Gesamtübersetzung passt. Dass wir es einfach nur länger machen können oder wie auch immer. Beziehungsweise, dass wir die Gesamtübersetzung oder mit der Gesamtübersetzung, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, also nicht die einzelne Übersetzung anpassen müssen, weil die Gesamtübersetzung oder die Übersetzung der einzelnen Gänge ineinander schon passen. Weil sonst brauchen wir halt natürlich das Renngetriebe. Ja, die Antriebswelle und so, das sparen wir uns mal ganz kurz. Das können wir gleich mal noch machen. Ja, Bremsen machen wir einfach auch mal bessere. Da hat er eh extreme Defizite gehabt, wobei ich das auch auf die Reifenmischung und auch aufs Gewicht zurückführen möchte. So, auch Stabi rein. Also wird halt einfach mal komplett verjüngt. Außer die Reifen. So. Und Gewicht, ja, würde ich sagen, ja, so ein bisschen Gewicht darf er ja schon noch mitführen. Dann würde ich auch sagen, machen wir hier mal. Ja, beim eben angesprochenen Cyclone habe ich ja probiert, so wirklich so ein Dirt-Oval-Fahrzeug aufzubauen. Heute aber mal nicht. Heute gehen wir schon auf die Straße. Ja, wir können hier schon fast echt aufs Maximum gehen, ne? Machen wir es hinten auch, komm. Was soll der Geiz? So, das haben wir auch, das haben wir auch. Dann gucken wir doch mal. Okay, ich finde aber jetzt die Rennabgasanlage schon geiler. Oh ja, machen wir. Ja, ich wurde darauf hingewiesen, dass ja durch das Ansaugsystem sich der Klang auch ändert. Das weiß ich, aber ich finde nicht immer so krass und ich will jetzt nicht immer alle Einbauteile klangtechnisch abhören. Hier machen wir es jetzt aber mal. Also man hört nur einen minimalen Unterschied, oder? Aber wenn ein Unterschied zu hören ist, wenn es nicht Placebo ist, würde ich sagen, dass Sport besser klingt. So, egal. Wir machen mal weiter. Ich würde sagen, leistungstechnisch, boah, keine Ahnung, wo können wir da hingehen mit dem Ding? Was könnte sich da gut fahren? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt mal gesagt, wir gehen mal so Richtung 500 PS, oder? Oder so, wenn das geht. Das wäre doch mal eine richtige Ansage bei so einem Fahrzeug. Ja, Nockenwelle ist halt immer so eine Sache. Will ich, ja gut, so viel höher dreht er nicht. Aber es bringt auf jeden Fall diese 500 PS, die ich möchte. Bei mehr Hubraum wäre natürlich auch geil. Ja, weil 7 Liter ist halt schon wenig. Also, komm mal on. Wir sind in Amerika. Also, gut, in Mexiko. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also, 7,5 soll da eigentlich schon drin sein. Aber 7,5. Kolben noch dazu. Und dann machen wir vielleicht nur die Sportnockenwelle. Sind wir bei 501 PS sogar. Finde ich noch besser. Die Schwungscheibe würde ich, ja, so eine Sportschwungscheibe können wir machen, oder? Oder Straßen. Ne, wir machen mal nur eine Straßenschwungscheibe. Und dann machen wir halt vielleicht noch darüber nochmal nur eine Straßen. Ja, dann haben wir halt so einen krummen LI-Wert. Was soll's, oder? Das soll uns doch jetzt nicht kümmern. Ist ja eh egal. Da wir damit eh nicht online fahren und eh den LI-Wert nicht ausreizen, sondern Spaß haben wollen, dann müssen wir da ja nicht immer genau da drauf gehen. Ja, Design, Farben gibt's natürlich bei dem ein paar zur Auswahl. So viel kann man schon mal sagen. Boah, das ist auch eine geile Farbe. Schon dezent coole Farben. Boah, das ist ja auch geil.
Silber mit so einem British Racing Green. Also wenn es jetzt kein Ford wäre, sofort. Also Ford prinzipiell gibt es ja auch in Großbritannien, so ist es nicht, aber schon nice. Ich sag ja, bei diesen ganzen Karren so von 65, sagen wir mal, bis 75, da kannst du dich designtechnisch echt inspirieren lassen, auch farbtechnisch und so. Das hat schon, also oh, guck mal, also hier, so mit Schwarz und Silber, kann man schon machen. Das ist nice. Bleib jetzt natürlich mal bei dem auffälligen Rot hier. Aber hat schon was für sich. So ist es nicht. So. Wunderbar. Und dann würde ich mal, gucken wir mal, wie sich das Ganze fährt. Klingt schon nice. Ja, diese breiten Schlappen, die wir jetzt hier drauf haben und dann halt auch noch die Oldtimer-Rennreifen, das ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Das ist jetzt schon mal eine andere Nummer. Wobei ich ganz gerne einfach, an sich ist es cool, aber andererseits glaube ich, würde ich die Fahrwerkshöhe doch wieder etwas höher legen bei dem Fahrzeug. Wir machen aber die Stabis dafür ein bisschen strammer, dass er nicht ganz so hin und her wankt. Ist ja immer noch relativ weich eingestellt. Ja, hier denke ich auch, dass wir definitiv nicht, einfach aus dem Bauch raus, definitiv nicht so viel Radschutz brauchen. Einfach auch durch diese Oldtimer-Reifen sollte das eigentlich passen. Gesamtübersetzung lasse ich jetzt auch erstmal. Wobei wir natürlich schon mal einfach mal gucken können, wenn ich jetzt ein bisschen mehr in die Geschwindigkeit gehe. Oh ja doch, wir könnten die 300 km/h-Marke, na, nicht ganz, aber... Oder? Geht auch nochmal mehr? Ah, lässt mich zu. Okay, das könnte halt sein, dass natürlich der erste Gang... Naja, wobei, ich glaube, das ist jetzt schon das Maximum. Würde ich erstmal alles lassen, ehrlich gesagt. Erstmal ein bisschen fahren. Aber so macht es natürlich schon mal Spaß, jetzt durch die Gegend zu fetzen. So, ja? So ist er berechenbarer. Bremst sich gut. Also gut im Verhältnis natürlich zu was wir hier haben, aber so macht es doch Spaß, hier durch die Gegend zu fahren. Und so macht es bestimmt auch Spaß, gleich ein Rennen zu fahren, was ich auch gleich machen werde. Ja, und da nochmals der Hinweis, wie gesagt, aktuell in der Serie 3 oder besser gesagt noch in der Serie 3 zu gewinnen. Denn Serie 4 steht schon aus und wenn mich nicht alles täuscht, müsste heute Abend auch der Serie 4 Livestream sein, der offizielle. Also da gibt es dann die knallharten Fakten, was uns in Serie 4 erwartet. Das Update wird dann, denke ich mal, in den kommenden Tagen kommen und ab Donnerstag natürlich spielbar sein. Zumindest mal die erste Jahreszeit der Serie 4. Aber noch sind wir eben in Serie 3, das heißt bis... Donnerstag, ich sage es mal, Mittag hast du noch die Chance, den Mach 1 mitzunehmen. Und ja, wenn du, so wie ich, so ein Sammler bist, der sagt, hey, ich möchte gern alles mitnehmen, dann unbedingt machen. Und ich glaube, so ein Mach 1 zu haben, ist ja eigentlich nie schlecht. Ich meine, wir prüfen ja jetzt mal, was der so kann. Schönes Muscle-Car-Rennen. Müssten wir eigentlich viel öfters mal so zwischendurch mal so. Nicht nur, wenn die irgendwie über Exklusivfahrzeuge oder über Autopass-Fahrzeuge reinkommen. Weil wir haben so eine schöne Auswahl. Und die machen schon echt Bock auf ihre Art und Weise. Gibt schon so ein paar schöne Exemplare. Also gerne mal Feedback geben, ob hier so zwischendrin, zwecks der Abwechslung, gerne mal öfters mal so ein Klassiker aus Amerika drankommen soll. Wenn ich versuche, so oder so immer eine schöne Abwechslung hinzubekommen, aber am Ende des Tages wird es doch immer bei mir automatisch sehr europäisch und auch meistens sehr modern. Das liegt einfach daran, dass mein Hauptinteresse da halt ist. Nicht, dass ich
Amis schlecht finde oder Japaner oder so. Und klassische Fahrzeuge finde ich sowieso immer geil, weil da auch meistens immer eine schöne Geschichte dahinter steckt. Aber am Ende des Tages, ja, kann man nichts dagegen tun, gegen seinen eigenen Geschmack. Und der ist halt bei mir sehr europäisch und sehr sportlich und im Zweifel dann auch sehr modern. Wobei man sagen kann, meine große Liebe, das ist ja kein Geheimnis, das ist natürlich Porsche, ist noch gar nicht so krass dran gekommen in diesem Let's Play. Aber ganz ehrlich, ich zügel mich auch ein bisschen, weil ich immer so denke, nee. Wenn Porsche kommt, dann so richtig bam, ja? Und nicht so, nur weil ich jetzt gerade Bock drauf habe. Wobei so ein bisschen aus beidem natürlich. Aber wir kriegen ja, so viel ist ja schon mal quasi geleakt worden. Wir kriegen ja ein bisschen Porsche in der kommenden Serie. Das heißt, da gibt's keine Ausrede, zu sagen, nee, ich mach's nicht. Denn dann ist es natürlich das Gleiche wie hier. Dann werden das nämlich Exklusivfahrzeuge sein. Und die, da wiederhole ich mich ganz am Anfang der Folge nochmal, die schaue ich sehr gerne hier im Let's Play einfach an. Einfach auch für dich nochmal so zu sagen, hey, guck mal, da gibt's ein Exklusivfahrzeug, nicht verpassen. Wie gesagt, große Ausnahme waren jetzt die Arctic Trucks. Die habe ich nicht angeguckt in der Folge. Aber da habe ich ja mehrfach erwähnt in anderen Folgen, dass es die eben gibt. Die Arctic Trucks gucken wir uns irgendwann mal an, wenn es halt reinpasst. Aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl gehabt, dass die jetzt irgendwie ins Let's Play reinpassen. Ich habe die irgendwie nicht so ganz in Mexiko gesehen mit dem Arctic Style. Auch wenn es ab und zu auf dem Vulkan ein bisschen Schnee gibt, aber trotzdem. Das ist mir zu wenig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Corvette da vorne noch kriegen. Das ist halt alles so ein bisschen gemächlicher, aber deswegen heißt es nicht, dass das Racing damit weniger Spaß macht, ganz im Gegenteil. Herrlich. Sehr schön. Ja, da können wir heute auch mal ein paar mehr Rennen fahren. Mal so ein bisschen actionreich in die Woche starten. Ja, ich hoffe, du hattest bislang schon mal einen guten Wochenstart, beziehungsweise bist gut in die Woche gekommen. Montage sind halt Montage, was soll man dazu sagen? Wobei ich ganz ehrlich bin, wenn ich da so ein bisschen mal off-topic sprechen darf. Ich hatte tatsächlich Großes vor, dieses, beziehungsweise für dich jetzt vergangenes Wochenende. Und ich habe nichts gefühlt geschafft, ja. Also ich wollte eigentlich für die komplette Woche die Let's Play-Folgen machen. Sagen wir es mal so, sie sind alle vorbereitet, aber aufgenommen sind sie noch nicht, ja. Und ich wollte tatsächlich, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, endlich den Umzug auf meinen neuen PC vollziehen. Ja? Oder damit zumindest mal anfangen mit diesem Umzug. Alles nicht geschafft. Es kam einfach so viel anderer Stuff dazwischen, der natürlich auch wichtig ist, ganz klar. Aber das kennt ihr sicherlich auch. Man nimmt sich was vor auf gewisse Tage oder wie gesagt aufs Wochenende zum Beispiel. Und dann kommt einfach so viel anderes Zeug dazwischen, wo du denkst so, ja, gut. Und so ging es mir. Also ich habe einfach das Wochenende gefühlt nichts geschafft, ja. Wie gesagt, ich habe die Folgen zwar vorbereitet, alle für die Woche und vielleicht auch schon für die Woche darauf, mal gucken. Und dann wollte ich halt die Folgen auch aufnehmen. Ja, jetzt habe ich genau diese Folge, die du jetzt hier siehst, die habe ich noch aufgenommen. Ich bin ja ehrlicher Typ, ne? Also das Ganze hier nehme ich jetzt auf gestern, also für dich gestern Sonntag um 11 Uhr, also 23 Uhr. Also das ist, ja, nicht erschrecken, ich unterbreche mal kurz. Hier, 23.2. Ja? Sag ja, ich flunker ja nicht. So, weil ich es einfach nicht geschafft habe, am Samstag oder am Sonntagmittag oder so, ich kam nicht dazu. Nervt mich tierisch, ja. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen off-topic das Thema, aber darf ja auch mal sein. Deswegen kann ich sagen, für mich ist jetzt der Montag oder wird der Montag, glaube ich, eher spaßig. Denn die Folgen sind vorbereitet, jetzt müssen sie nur noch aufgenommen werden und natürlich dann halt auch noch geschnitten werden und so weiter und so fort. Und ich kann sagen, die Woche stehen einige geile Fahrzeuge an. Natürlich, gut, kein Geheimnis. Wir haben nochmal zwei weitere Exklusivfahrzeuge gewinnen können in der aktuellen Serie 3, beziehungsweise in der aktuellen Jahreszeit. Deswegen kann man schon mal eins und eins zusammenzählen. Aber die beiden Fahrzeuge sind ja auch nice. Ja? Das ist ja auch mal so eine Sache. Und dann steht noch ein Fahrzeug aus, was man sich auch vielleicht denken kann, aber nicht muss. Und deswegen kann man sich auch überraschen lassen. Deswegen, ich glaube, die Woche, da, das fetzt schon richtig hier im Let's Play.
deswegen glaube ich, kann man sagen, ja, der Montag mag für einen vielleicht blöd sein. Ich freue mich drauf, ja, in ein paar Stunden, wenn Montag ist, weil dann kann ich nämlich hier die ganzen Folgen aufnehmen. Und das ist immer die schöne Sache, das Aufnehmen. Vorbereiten ist manchmal auch schön, aber kann auch stressig sein. Also mit Vorbereitung meine ich, ne, hier Teststreckenrunden drehen, Datenrecherche, solche Geschichten halt einfach. Ja, und um das Thema komplett abzuschließen, den Umzug auf dem PC, da ich den weder vollzogen noch angefangen habe dieses Wochenende, werde ich halt keine Ahnung, wann ich das mache. Irgendwann halt, ist ja auch egal. Und jetzt Thema beendet. Es geht ja schließlich um knallhartes Racing mit diesen alten Kisten. Unserem geilen Mach 1. Wir wollen ja schließlich durch die Schallmauer. Ich liebe einfach diese Oldtimer-Rennreifen, ne? Dieses leicht slidige Fahren, aber trotzdem schnell sein. Das wird die Woche auch nochmal Thema werden. Also, wenn ich es nicht vergesse zu erwähnen. Aber wir werden diese Woche ein Fahrzeug angucken, was auch mittlerweile schon ein paar Tage älter ist, aber nicht Oldtimer-Reifen hat, sondern die schlechtesten modernen Reifen, so könnte man es nennen. Also schlechter als Straßenreifen. Und da ist es halt so, da würdest du am liebsten ein bisschen slidy fahren, aber dort kostet es dich Zeit. Wenn diese Oldtimer-Reifen, egal ob es jetzt die schlechtesten, ob es die mit Weißband sind oder eben die Rennreifen, wenn die leicht slidy fährst, ich rede von leicht, nicht driften, ja, dann ist es halt hier schnell und das macht dann Spaß und du kannst das Fahrzeug auch sehr cool positionieren. Und mit diesen anderen Reifen eher nicht. Da musst du echt gucken, dass du es eher verhinderst. Was jenes Fahrzeug dann vielleicht nicht so spaßig hat werden lassen zu fahren, wie auch immer, ich rede hier komplett im Konjunktiv. Egal. Zukunftsmusik. In ein paar Tagen. So. Oh, das freut mich jetzt gerade richtig. Wie gesagt, das ist so ein gebrauchtes Wochenende gehabt. Ich habe es auch getwittert. Ja? Ich habe es getwittert auf meinem Twitter-Account. Mache einfach mal Werbung für meinen Twitter-Account. Es gibt Pixelhelden-Twitter-Account. Es gibt aber auch einen Ray-Twitter-Account. Und da habe ich auch schon geschrieben. Richtig gebrauchtes Wochenende. Ey. Ich muss es nochmal erwähnen. Ich hasse es so. Du nimmst dir da was vor und ich mache mir das ja immer. Nimm mir immer was vor. Ich mache mir Ziele und die arbeite ich dann ab. Und wenn ich die dann abgearbeitet habe oder sogar vielleicht noch mehr geschafft habe, dann bin ich super happy. So funktioniert das in meinem Leben schon immer. Ja? Egal was ist, Schule, Studium, egal was. Ja? Aber wenn das mal nicht klappt, dann habe ich immer so ein übelst ungutes Gefühl. Ich habe zwar andere Sachen gemacht. Das ist ja nicht so, dass ich nichts gemacht habe. Aber hey, trotzdem. Es tut mir leid. Ich muss es erwähnt haben. Deswegen freut es mich jetzt gerade tierisch, hier aufnehmen zu können. Und hier einfach ein paar coole Rennen mit diesem Fahrzeug fahren zu können. Und ich hoffe, diese Freude kommt ein bisschen rüber. Und du hast da auch schon mal direkt ein kleines Lächeln im Gesicht. Wenn nicht, dann schade. Wenn doch, dann juhu. So, sorry fürs Auskotzen. Wenn man das überhaupt so nennen darf. Boah, da schneidet er mich, aber zu Recht. Sagen ja, hartes Racing. Ich hätte ein bisschen früher ins Gas gehen können, dann kam aber so ein Gegenpendler, dass ich korrigieren musste und dann hat der Platz genau gereicht. Also von dem her war es vielleicht genau richtig. Ja, aber ich glaube, diese 500 PS, die sind vollkommen in Ordnung für das Fahrzeug. Also ich weiß nicht, ob mehr Leistung das wirklich bringen würde, weil ich habe so das Gefühl, das passt eigentlich ziemlich gut. So fühlt sich das sehr performant an. Ich meine, wir reden hier von fucking 500 PS. Das ist schon ordentlich. Das ist normal, aber. Ja, aber jetzt diese besseren Reifen, die breiteren Reifen plus noch die Rennbremsen. Das Ding ist ein ganz anderes Anbremsen jetzt. So macht das natürlich Spaß, wenn man auf der Bremse das Ganze richtig schön positionieren kann.
Trotzdem noch so leicht bumpy alles. Trotz jetzt Rennfahrwerk und allem drum und dran. Macht richtig Bock. Der Dodge Dart da vorne, der richtig am Rumspringen. So, jetzt müssen wir uns aber anstrengen, wenn wir hier noch gewinnen wollen. Die Top 4, so werden wir hier richtig am Angasen. Uns natürlich hier mit eingeschlossen. Wir sind ja auf Platz 3 aktuell. Das war jetzt nicht so gut. Das hat jetzt Schwung gekostet. Ja, jetzt wollte ich ein bisschen schneller, aber das war nicht gut. Jetzt kommt sogar der Hintermann ran. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich glaube, und da hätte ich mehr Risiko gehen müssen. Wobei jetzt gerade eben habe ich es ja gemacht und habe nicht geschafft. Hier zum Beispiel Vollgas durch, das habe ich nicht jede Runde gemacht. Die Kurve, die nämlich so zumacht, ist erst jetzt die nächste rechts, die dann kommt. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, gesagt, getan, ne? Und nicht gemacht. Also quasi gesagt und Gegenteil getan. Man kennt es wieder mal von mir. Ja, es bleibt beim dritten Platz. Leider, leider. Also hier bei dem Rennen hätte vielleicht mehr Leistung geholfen. Also sicher wäre ich mir nicht. Jetzt komm. Das ist das Podium nicht wegschmeißen, du. Aber ich finde dieses Rundstreckenrennen, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, das und das auf der anderen Küste. Auf der Westküste. Das sind zwei Rundstreckenrennen, wo man schon so hier und da seine Problemchen hat, finde ich, gegen die drei Vatare. Also da musst du schon so richtig perfekt fahren, beziehungsweise ein richtiges OP-Fahrzeug haben. Und das Fahrzeug ist nicht schlecht, so wie es jetzt ist. Aber trotzdem hat es am Ende leider nicht für den Sieg gereicht. Wir sind zwar so mitgeschwommen, aber ja. Leider, leider gibt es keinen Sieg. Ja, und diese Lichter werden ja natürlich auch verschwinden. Mit dem kommenden Update. Aber mal gucken. Gut, aber damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast ein wenig Unterhaltung genossen. Wenn es dir gefallen hat, lass sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann ja, hören wir uns doch hoffentlich wieder in einer der nächsten Folgen. Geplant natürlich morgen 12 Uhr. Und dann schauen wir doch mal, was uns da so erwartet. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du freust dich auch drauf. Und bis dann. Ciao!